diesem Video geht es um das Thema Sandsäure. Schon im Lauf von meinem Umbau habe ich gemerkt, dass ich mehr Sandsäure brauche, wie ich am ursprünglichen Motto dran hatte. Ganz einfach wegen dem Tacho, den ich vorgewehrt, sowohl wie auch den Informationen, die am Anfang des Steuergeräts vom EDRT brauche, für anständig können zu laufen. An meiner Konfiguration vom EDRT-8RP hatte ich nämlich folgende Sensoren dran. Das waren ein paar für mein Digifis Mini-Unzeichen, ein paar den ölischen Temperatursensor und den ölischen Drucksensor. Das zwei hatte ich anhand von so einem Stück eigentlich geplant, um den Flansch vom Ölischkühler zu montieren, hier oben drüber. Und hier seitlich ist der Drucksensor vom EDRT montiert. Den kann ich aber nicht mehr gebrauchen. Da finde ich mal hier für die letzten zwei Ausschlüsse etwas Spezielles evaluiert. Ich will eigentlich meine zwei Sensoren von den Digifis Unzeugen beibehalten. Natürlich brauche ich schon mal zwei Stück für Ölisch Druck und Ölisch Temperatur für meine Unzeugen. Da brauche ich mein Golf 2 Tacho ein Ölisch Temperatur Unzeug für den MFA. Und dann brauche ich auch für das Unzeug vom Ölisch Druck einen Niederdruckschalter und einen Hochdruckschalter. Den Hochdruckschalter habe ich noch nicht. Die geht nämlich neu nicht mehr zu kaufen. Das heißt, der Niederdruckschalter von 0,35 Bar und den anderen aus. Ich weiß nicht mehr, den anderen Schalter auf jeden Fall. Der Teil ist den ursprünglich am EDRT 8er verbaut, den ich natürlich nicht mehr verschaffen kann. Also nicht mehr gebrauchen kann. Im Resümee brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Ausschlüsse für den Sensor drin zu kriegen. Dafür habe ich mir ein T-Stück besucht, das dann innen und den Flansch angeschlossen wird. Und ein ganz spezielles Stück anscheinend mit vier Ausschlüsse. Das ist eins, worin es in der Flange geschlossen wird, wo ich dann drei Eidel Ausschlüsse habe. So, das sind aber ziemlich klobisch, fett und will viel Platz, weil ich von Sensoren bis drüber schön. Somit muss ich mal ein Aufhalllose, wie ich das genau hier Druck kriege. Meine Idee war für heute, den mit den drei Sensoren drin zu machen. Da guckt einer links, einer vier und einer oben, weil hier was dafür definitiv kein Platz. Ich probiere dann, um einen Kart zusammenzubauen und dann gucken wir mal, wie das ausgeht.